Im Europaparlament zeichnet sich ein harter Schlagabtausch mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán ab. Der Rechtsnationalist warf der EU vor seiner Rede im Straßburger Plenum Erpressung und Heuchelei vor. Er reagierte damit auf unter anderem Kritik an seiner pro-russischen Politik. The Hungarian intention is focusing on In Ungarn sind wir der Meinung, so schnell wie möglich einen Waffenstillstand erreichen zu wollen. Denn wir sind davon überzeugt, dass man diesen Krieg nicht auf dem Schlachtfeld gewinnen kann. Das kann man einfach nicht, das ist unsere Meinung. Wenn man also auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen kann, muss man kommunizieren, verhandeln, einen Waffenstillstand aushandeln und Leben retten. Das ist es also, was wir uns wünschen. Orbán will sich in seiner Ansprache vor den Europaabgeordneten zu den Prioritäten des ungarischen EU-Ratsvorsitzes in diesem Halbjahr äußern. Bereits vorab verriet er, wie er auf einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen reagieren würde. Was wir tun werden? Wir werden mehrere Flaschen Champagner öffnen, wenn Trump gewählt wird. Aber was die anderen tun werden, das ist eine andere Frage. In der Asylpolitik rief Orbán die anderen EU-Länder auf, dem Beispiel Ungarns zu folgen und keine Migranten mehr nach Europa zu lassen. Aus dem demokratischen Lager wurde scharfe Kritik an dem Gebaren des Ungarn laut. Der Vorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, nannte die ungarische EU-Ratspräsidentschaft einen Totalausfall. Die Sozialdemokraten warfen Orbán vor, den Feinden der Europäischen Union die Hand auszustrecken.